Mein Name ist Leo Benz, bin 32 Jahre alt, komme aus Fulda. Alle zwei Jahre gibt es einen Wettbewerb, den Bob West auf Bellhorn. Beim Vorentscheid sind von uns zwei Sachen wird er verlangt, einmal eine Steinschlagreparatur und eine Windschutzscheibe. Daraus werden halt die besten 10 und höhere ermittelt. Bei den Top 10 Finale kam noch eine Seitenscheibe mit dazu. Und das ging natürlich auch auf die Standards und Schnelligkeit dann. Auto für mich zu montieren ist halt wie ein Überraschungsei. Man weiß nie, was halt darunter verbirgt. Meine Stärken sind, ich bin sehr, sehr ruhig, sehr gelassen, versuche halt alles perfekt zu machen. Am Sportplatz ist der Leo einer, der geht gerne an einem vorbei, der geht gerne an zwei vorbei. Der behält dann auch die Ruhe, wenn es richtig zur Sache geht. Leo, hol die Weltmeisterschaft! Im Wettbewerb spüre ich eigentlich nicht so einen großen Druck, aber trotzdem muss ich mich auf meine Aufgaben konzentrieren und alles perfekt am besten zu erledigen, halt, um da gewinnen zu können. Am Ende waren es nur 0,6% Unterschied zu Platz 3 halt. Das war natürlich alle eine knappe Geschichte. Bei der Siegerehrung war ich natürlich erstmal leer platt und musste sie auch erstmal verarbeiten. Also ich bin sehr stolz darauf, um Carglass Deutschland international vertreten zu dürfen. Nicht jeder hat die Möglichkeit und wenn man schon so weit kommt, dann will man natürlich auch erfolgreich sein.